Hallo und herzlich willkommen zu Nines Wollkiste. Ja, wie fange ich an? Jedes Mal das Gleiche. Ich bin wieder nach einer Woche da. Ich habe heute schon zwischendurch überlegt, ob ich überhaupt aufnehme, aber ich habe ja ein bisschen was zu zeigen. Und ihr wartet bestimmt schon drauf, dass ich das Video hochlade und deswegen mache ich das jetzt einfach und freue mich, dass ihr wieder dabei seid und mir zuhört und mir hoffentlich auch wieder liebe Kommentare drunter schreibt. Wenn natürlich mal was mit Kritik ist, könnt ihr das natürlich gerne auch unten drunter schreiben und ich versuche das zu verbessern. Ich habe die Woche so ein bisschen was geschafft und habe mir wieder neue Flausen ins Ohr setzen lassen und ja, das werde ich euch heute so ein bisschen zeigen. Ich habe natürlich auch umgeräumt, wie ihr seht. Ich habe meine Wolle in ein anderes Regal geräumt und auf der anderen Seite, wo ich vorher saß, habe ich so ein bisschen das, was hier so war, weggeräumt und umgeräumt. Ich habe hier hinten trotzdem noch dieses kleine Regal stehen, was sowieso schon da stand, aber ich habe noch eins daneben gestellt. Und ja, so seht ihr die Wolle trotzdem noch im Hintergrund. Und so finde ich es halt auch viel schöner. Das ist übrigens eine schräge Wand, also ich bin hier gerade so am dran. Und deswegen macht es halt auch ein bisschen alles schwierig in dem Zimmer, weil an der Wand kann man halt einfach nicht viel machen. Wir haben zwar hier, seht ihr ja so ein bisschen super Fächer ausgesägt. Und da kann man so ein bisschen was unterstellen. Das ist vom Blatt natürlich optimal. Da kann man immer noch ein bisschen was verstecken. Beziehungsweise verstecken ist zu viel gesagt, man muss es schon ordentlich reinstellen, weil es ist ja offen. Und aber jetzt zu der anderen Wand, die ja so mit Kisten und so voll ist, ist natürlich optimal, wenn man dort noch was reinstecken kann. Ja, wo fange ich an? Ich habe auf jeden Fall meine Februar-Highlight-Socken fertig. Für alle, die das Februar-Highlight bekommen haben. Da wird ja nur gezeigt, wie die Wolle aussieht, aber nicht, wie sie verstrickt aussieht. Und das lasse ich auch noch so ein bisschen so offen. Sobald wir Ende März, also Mitte Ende März haben, werde ich es euch nochmal als gestrickte Version zeigen. Jetzt seht ihr es nur als Schwarz-Weiß-Version. Und aber so ein bisschen was zeige ich euch trotzdem. Ich werde noch meinen Kaffee hier rübernehmen, weil ich dann gleich was zeigen möchte. Das ist das Februar-Highlight. Davon ist jetzt noch der Rest übrig. Ich habe jetzt noch nicht gemessen, aber ich denke mal, das sind garantiert über 50 Gramm. Also gefühlte 60 Gramm sind das bestimmt. Und ich habe noch nie mit einem 20 Gramm Mini gestrickt. Also ich hatte schon öfter mal welche da, 20 Gramm Mini. Aber ich habe damit immer irgendwas anderes gemacht. Oder halt nur die Ferse oder nur das Bündchen und die Spitze. Also ich habe es noch nie komplett mit Ferse, Spitze und Bündchen gemacht und habe jetzt am Ende noch so viel übrig. Es geht sich sozusagen gut aus. Ich habe das Bündchen mit einer Runde rechts und 14 Runden. Wo habe ich meinen Zettel? Damit ich euch das zeigen kann. Genau, eine Runde rechts und 14 Runden, zwei rechts, zwei links. Das zeige ich euch aber nur so. Mehr nicht. Ja, habe dann die Ferse gemacht, also die Fersenwand und das Herzchen und die Spitze dann natürlich. Und damit ihr wisst, dass ich beide gestrickt habe, werde ich euch jetzt mal versuchen. Nein, man sieht natürlich nicht beide. So. Ich habe zwei gestrickt. Ja, ist nicht ganz so einfach, wenn man was verbergen möchte. Ja, die Socken sind auf jeden Fall fertig. Und sobald die Empfängerinnen, sind ja wie gesagt drei, ihr Paket haben und vielleicht auch angestrickt haben, zeige ich das spätestens Ende März. Ich habe das März-Highlight auch schon eingestellt, habe dafür aber noch keinen Strang gefärbt. Das werde ich jetzt nächste Woche machen. Und das werde ich euch natürlich dann im Strang auch zeigen und gewickelt. Und ich werde das für mich immer mitstricken. Und ja, das wird aber erst
dann wahrscheinlich die, also entweder nächste Woche oder dann die Woche drauf zu sehen sein, weil ich nicht weiß, wann ich zum Färben komme. Aber wer trotzdem das März-Highlight schon kaufen möchte, kann es natürlich gerne schon im Shop machen. So, dann habe ich fertig gestrickt meine Curling Mist Socks von der Helen Stewart, wo ich das E-Book habe, wo sie jetzt jeden Monat eine Anleitung rausbringt. Und was ich auch neu habe, ist ein Sockenbrett. Genau, ein Sockenbrett. Weil ich was vorhabe, was ich euch dann auch gleich zeigen werde oder erzählen werde. Das sind die Curling Mist Socks von Helen Stewart. Da kommt jetzt nächste Woche Donnerstag wieder das nächste Muster raus. Und ich wollte das halt fertig haben. Und deswegen, hier ist die zweite. Ich habe nur ein Sockenbrett. Hier war ich das letzte Mal und habe quasi den Fuß noch komplett runtergestrickt. Die passen super. Da wird natürlich auch wieder ein Foto eingeblendet. Und ja, die sitzen total toll. Und ich habe diesmal auch wieder mit 2,5er Nadel gestrickt. Dadurch, dass sich das so zusammenzieht, passen die da sehr, sehr gut, weil sich das dann auch extrem auseinanderzieht dann beim Anziehen. Und mir gefällt das mit der Ferse auch total mega gut. Das sieht richtig schick aus. Und ja, ich habe dann nur abgewandelt. Ich habe eine ganz normale Bändchenspitze gemacht. Und ansonsten habe ich eigentlich alles so gestrickt wie in der Anleitung. Selbst den Schaft habe ich so lang gemacht wie angegeben. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach so, meine Färbung ist das die Sandgartenfärbung. In der Perlgarn-Version. In der Sockbase sieht es eigentlich fast ähnlich aus. Da ist nicht viel Unterschied. Die hat von der Färbung, nimmt es eigentlich fast gleich an. Also das ist die Sockbase und das ist das Perlgarn. Und ja, mal gucken, was ich als nächstes für eine Farbe nehme. Also ich entscheide das kurzfristig, wenn die Anleitung rauskommt für Donnerstag, was ich dann für eine Farbe nehme. Und ja, auf jeden Fall eine der Farben, die ich im Shop habe, damit ihr dann auch mal die Färbung verstrickt seht. So, dann werde ich mal die Socke runter machen. Ich habe übrigens von Danielas Wolltopf den Sockenblock, also Sockenbrett. Sockenblocker kann man es auch nennen, ja. Weil ich das schon bei einigen gesehen habe, dass von Danielas Wolltopf die Sockenbretter ganz toll aussehen und auch mal, sie schreibt auch in ihrem Shop, dass jetzt bei jeder Größe immer ein anderes Symbol oben ist. Und ich habe mir jetzt die 4041 bestellt. Mal gucken, ob ich mir noch andere bestelle. Ich wollte auch schon mal testen, wie das so ist. So. Und mal gucken, ob ich das jetzt draufgezogen kriege. Zumindest ein Stückchen, damit ihr was seht. Weil ich glaube, das wird jetzt ein bisschen eng. So. Genau, das sieht mega aus in der Kamera. Ich hoffe, es wackelt nicht immer so sehr, weil ich stütze mich hier gerade auch wieder auf dem Tisch auf. Ich habe mich bei der Sock Madness angemeldet und habe jetzt, dadurch, dass ich das erst am Dienstag gemacht habe und am Mittwoch habe ich die Socken angeschlagen. Ich bin jetzt quasi auch schon über die Ferse drüber. Habe natürlich aber dadurch, dass es ein bisschen kompliziert für mich erklärt war, habe ich jetzt halt mein eigenes Future drin, was ich dann halt natürlich nicht mehr machen darf. Aber die Socken haben jetzt keine Wertung, deswegen ich habe jetzt hier unten ein einfarbiges Käppchen. Ja, und hoffe einfach, dass das Muster, wie ich es jetzt gestrickt habe, richtig ist, weil das ist für mich einfach noch ein bisschen kompliziert und dann noch Englisch dazu. Aber ich will es probieren und deswegen habe ich es jetzt einfach mal gemacht.
Und ich finde, dafür, dass ich sonst nie Colorwork stricke, ist es eigentlich ganz gut geworden, muss ich sagen. Ich stricke die kleinste Größe mit 64 Maschen und habe deswegen, weil bei der Annette hat man es ja im Video auch schon gesehen, bei ihr entsteht ja dann, also bei mir entsteht jetzt hier so eine schwarze Kante und bei ihr entsteht ja dann noch ein Muster hier an der Seite. Das sieht auch total toll aus. Ich bin am Überlegen, ob ich die für mich jetzt nochmal mache, weil ich wahrscheinlich nicht reinkommen werde in den Socken. Also die ist total elastisch, also ist richtig gut, aber es ist mir trotzdem zu eng. Also wenn man jetzt hier, also das dehnt sich schon extrem, also das ist kein Problem und innen sieht das so aus. Mega gut, ich verwebe auch nichts, also ich stricke einfach nur so, wie die Maschen kommen. Habe mir inzwischen auch eine Variante überlegt, wie ich am besten mit den beiden Fäden klarkomme. Und Gesundheit. Und dadurch, dass ich diese Variante jetzt drin habe, also ich lege die mir beide hier so drüber und habe die aber auch locker wie beim normalen Stricken hier um den kleinen Finger. Also jetzt habe ich bloß einen Faden drum, aber eigentlich sind das immer, ja doch, sind beide drum. Und halt die wirklich bloß so locker drum um den Finger. So kann man es auch gut sehen. Also ich habe immer die Hauptfarbe habe ich hier unten und die Kontrastfarbe hier oben. Und ja, klappt wie gesagt sehr gut. Und ich muss jetzt auch nicht ständig irgendwo bei jeder Nadel hin und her switchen und neu machen. Ich komme schon eine Runde rum und mache da manchmal neu oder ich stricke einfach weiter. Kommt ganz drauf an, wie stabil es noch ist, aber ich komme, wenn man umso mehr man strickt, umso besser wird es. Und ich muss sagen, jetzt so im Video sieht das Muster ja mega gut aus. Ja, bin froh, dass ich es mal probiert habe und ich werde versuchen, bei der Sockenmap wenigstens die Qualifikationsrunde zu schaffen, weil es ist ja nun mal ein Schnellstrick-Wettbewerb und ich weiß nicht, wie ich es schaffen werde und ob ich. Also wäre schon cool, wenn ich ein, zwei Runden schaffen könnte und ich vor allen Dingen das auch so umsetzen kann, wie es in den Anleitungen ist. Das ist ja dann auch das Nächste. Mal gucken. Ja, ich will es probieren. Ich wollte es eigentlich erst nächstes Jahr machen und wollte eigentlich jetzt so nach und nach die Muster stricken, einfach nur, die so die Jahre rausgekommen sind. Und jetzt bin ich halt angemeldet, weil die liebe Doreen, mit der ich drüber geredet habe, ja, sie hat gesagt, probier es doch einfach. Bist ja dann quasi, also ich bin ja dann quasi auch vorbereitet fürs nächste Mal dann und habe dann halt die Muster trotzdem, die dann halt rauskommen und die kann ich ja dann auch weiter mit üben und weiter mit stricken und ja, ich probiere es jetzt einfach. Aber wie gesagt, es ist auch eine tolle Erfahrung. Bei der Socke werde ich es jetzt so machen, dass ich die natürlich zu Ende stricke. Und dann werde ich die Farbe drehen. Also ich werde damit mit Schwarz oben anfangen und das Bunte als Nebenfarbe nehmen. Ich habe hier verwendet, das Schwarz ist vom Mondschaf. Ich weiß bloß nicht, wie sich das nennt, das Schwarz. Sie hat bestimmt auch einen Namen dafür. Und das, würde ich sagen, war damals noch von 1000 Schön. Da habe ich auch einfach nur, das waren, glaube ich, 60 Gramm noch, als ich es angefangen habe jetzt. Also man braucht ja auch nicht komplett 100 Gramm. Deswegen habe ich einfach nur kleine Reste genommen. Und schwarz habe ich sowieso immer da. Also schwarz war noch das Knäuel jetzt und das habe ich ja schon verstrickt jetzt hier drin. Mal gucken, wie es dann halt reicht oder nicht reicht, wie auch immer. Und ich stricke hier wie mit der Angabe, so wie vorgesehen, mit 2,75. Und wenn ich die brauchen sollte, weil ich werde das garantiert nicht bis morgen schaffen und ich weiß nicht genau, ob morgen schon das erste Muster rauskommt am 1. März oder wie das überhaupt festgelegt ist. Deswegen, falls ich jetzt hier wirklich die Nadeln brauchen sollte, dann nehme ich die hier einfach raus. Mal gucken. Oder ich nehme dann halt einfach andere Nadeln. Ich glaube, bei den Nadeln war ja nicht unbedingt eine Vorschrift. So. Ja, was anderes gibt es eigentlich dazu? Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißen, beziehungsweise doch. Ich habe mir doch die Zettel hingelegt.
Das sind die Rainstone Cowboy. Rainstone. So sehen sie mal irgendwann aus. Und hier sieht man auch, dass dieses Muster, das entsteht erst bei einer höheren Maschenzahl. Da war ich mir anfangs auch nicht sicher, warum das bei mir nicht so ist. Aber ich habe dann gesehen, dass das Ast entsteht bei mehr Maschen, wie ich jetzt zum Beispiel habe. Ja, das war mit Frosch im Hals wieder mal. Das waren die Socken. Genau, mehr Socken. Doch, ich habe noch ein paar Socken. Ich habe gestern natürlich anschlagen müssen. Ich habe gestern das Februar-Highlight ja fertig gestrickt und habe jetzt angeschlagen das Muster Ein Hauch von Nichts. Eine kostenlose Anleitung auf Ravelry. Und, achso, hier unten sieht man eigentlich auch schön, wie das Muster dann wird. Und ich wollte halt so ein kleines Muster mit reinbringen. Dadurch, dass ich jetzt nur meine klein gewickelten Patreon-Minis nehme von Homespun House. Und da habe ich jetzt das Mini. Ich habe ja alles schon gewickelt gehabt, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und mit dem ganz hellen fange ich quasi an. Diesmal mit Zweiernadel. Warum eigentlich? Ich habe mir gestern Gedanken darüber gemacht, aber warum ich eigentlich Zweiernadel jetzt nehmen wollte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ach wahrscheinlich, weil ich 60 Maschen anschlagen muss. Weil das Muster nicht anders funktioniert. Und ich habe halt gestern eine Runde rechts drüber gestrickt. Also ich schlage ja meistens an und stricke eine Runde rechts. Was ich jetzt bei den Cowboy-Socken zum Beispiel nicht gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich stricke wirklich mal nach Anleitung. Ferse mal dahingestellt, nicht? Aber da habe ich es mal ohne probiert. Ist trotzdem recht locker, muss ich sagen. Ohne der Runde rechts. Ja, und hier ist es so, dass man eins rechts verschränkt, eins links strickt beim Bündchen und nur 12 Runden. Das heißt, ich mache nach der einen Runde rechts, mache ich nur noch 11 Runden, eins rechts, eins links. Ja, und das ist halt wie gesagt mein Anstrick. Mal gucken, wie ich beim nächsten Mal bin. Und das wird halt aus den Patreon-Minis gestrickt und dann habe ich die auch verarbeitet. Ich weiß ja nicht, wann die nächsten kommen, aber... Oder ob sie überhaupt noch rausschickt, weil das klang jetzt so wie bei, dass es zu teuer wird. Aber ich glaube, in Deutschland verschickt es noch. Beziehungsweise erhöht den Preis. So. Dann werde ich mal, damit die Tasche von dem anderen Projekt runterkommt. Ich habe nämlich eine Tasche geschenkt bekommen. Mein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Das ist nur ein aufgesticktes Lieblingsstück. Das habe ich von der lieben Doreen bekommen mit noch ein paar strengen Wolle. Die habe ich heute nicht dabei. Die zeige ich euch, sobald ich sie verstricke. Und in der Tasche ist noch ein Muster drin. Also steht überall Love. Und ja, eine Innentasche hat es, glaube ich, nicht. Ja, nee, hat sie, glaube ich, nicht drin. Aber die ist schön groß. Und aus Kordstoff, den man sicherlich nicht erkennt. Aber der ist ultra weich. Das ist mega toll. Den könnte ich nur anfassen. Und hier ist ein neues Projekt. Ein Projekt eingezogen, was in einer anderen Tasche wohnte. Aber wenn ich von Doreen Taschen bekomme, müssen die alle gefüllt sein. Beziehungsweise ich räume die dann einfach um. Und hier ist eingezogen mein 3-in-1 Sweater von Alpha Knits. Gucken, wie ich den jetzt hier rauskriege. Und den will ich ja eigentlich fertig stricken. Aber im Moment bin ich so auf Socken fixiert. Das ist einfach nur schlimm. Jetzt ist das total verheddert. Naja, gut. Wird lustig jetzt gleich. Ich habe nämlich die Nadel diesmal ein bisschen verdreht beim Stricken. Aber ich habe auch nicht viel gestrickt. Also hier oben war ich. Das Stück ist dazugekommen hier, ab dem Marker. Ja, ich nehme hier immer noch ab. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht und ob das wirklich so wird, wie ich mir das vorstelle. Ich sehe mich eigentlich schon so ein bisschen wie Ribbeln, weil das einfach nur ein Kauderwelsch ist. Eigentlich habe ich ja nur noch oben die Blende und habe
die Arme schon dran, ich habe den Körper schon fertig. Mal gucken. Ja, im Moment hängt immer noch die gefärbte Wolle dran, wo ich kein Label habe. Dann habe ich noch das von Pearl and Knit. Regenbogenwolle. Ist auch ein selbstgefärbtes. Das ist, was ich hier ganz unten hatte. Und das Gelb. Das ist auch Regenbogenwolle. Aber da habe ich noch mehr. Also da habe ich noch einen Strang, den ich hier drin habe, den ich noch wickeln muss. Ja. Bloß wenn ich jetzt die Socken mitstricke, bin ich gespannt, was ich an anderen Projekten so schaffe. Und wie gesagt, ich stricke im Moment aktuell am liebsten Socken. Weil die einfach, die kann ich überall mitnehmen und die brauchen keinen Platz und ja. So ist es halt nicht. Das ist das Projekt. Und dann habe ich euch ja das letzte Mal gezeigt, ein Projekt, was ich auch schon länger auf meinen Nadeln habe, beziehungsweise auf einer Nadel, weil auf der Häkelnadel. Und dieses Projekt ist extrem gewachsen, weil ich da auch nicht mehr viel machen musste. Tada! Das sieht mega aus. Ich hatte die erste Reihe auf jeden Fall fertig und die zwei dran. Weil hier, wo ich neu angesetzt habe, hängt ein Marker. Und dann habe ich die ganze Reihe, also die ganze zweite Reihe quasi dran gehäkelt. Ich wollte schon sagen gestrickt, nein, ich habe gehäkelt. Und habe jetzt die dritte Reihe angesetzt mit den vier Stück, die da unten hängen. Und ich mache es jetzt so, dass ich die ersten zwei Reihen habe ich ja mit diesem grünen gemacht. Und die nächsten zwei Reihen mache ich mit blau. Das sieht man gar nicht als lila, aber das ist lila. Wieder blau, dann kommt gelb, dann kommt ein blaues, dann kommt weiß und dann verende ich das wieder mit dem gelb und mit dem lila am Ende. Weil hier unten kommt noch ein Stück dran. Genau. Es müsste blau, weiß. Na gut, das passt dann gar nicht mehr mit. Dann mache ich wahrscheinlich bloß lila hinten dran. Blau, weiß, blau und lila. Oder mache ich nochmal gelb? Kann ich eigentlich auch machen. Mal gucken. Und verändert das dann einfach in der anderen Reihe. Ja. Aber da habe ich ein ganzes Stück geschafft. Und ich hatte ja noch einiges an kleinen Quadraten da. Und ich habe hier auch noch eine Menge drin liegen. Und die brauche ich ja bloß noch umhäkeln mit der Farbe, die ich zum Ansetzen brauche. Im Moment mache ich für die nächsten zwei Reihen, nehme ich das hier von Fair Alpaca. Das ist ein ganz normales Merino-Garn, würde ich sagen, eigentlich. Ich glaube, hier ist kein Alpaka drin. Und dann, wenn ich wieder die anderen zwei Reihen mache, nehme ich dann wieder das Alpaka-Garn hier. Das sieht ja fast gleich aus, das ist viel Unterschied ist nicht. Also man sieht keinen Unterschied großartig. Ja. Das ist gerade aktuell ein Ausgleichsprojekt, würde ich sagen, weil das einfach nur entspannt, wenn ich mal wirklich jetzt bloß mal kurz oben was machen will. Wolle vom Mondschaf, Kill Bill. Das würde ich sagen, ist auch vom Mondschaf. Und Ponderosa. Dieses knallige Grün ist auch Ponderosa. Hier haben wir Tardis vom Mondschaf. Und dann habe ich ja noch das Lila von Fair Alpaca. Das wirkt so dunkel in der Kamera. Das ist eigentlich ein ganz tolles, schönes, helles Lila. Also hell auch nicht unbedingt, aber strahlender, würde ich sagen. Ja. Und das Weiß, das könnte von Wollzombie sein. Das habe ich mal getauscht. Ist auch ein Zettelchen drin. Ich würde sagen, das ist Wollzombie. Genau. Genau, das ist von Wollzombie. Das ist 100% Merino, 400 Meter auf 100 Gramm. Genau. Das lasse ich auch gleich hier drin. Weil da habe ich wenigstens etwas, wo ich noch einen Namen dazu habe.
Genau. Ja, die ist richtig mega toll. Und auf die freue ich mich auch, wenn die fertig ist. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich die hinlege oder was mit der wird, aber die wird bestimmt total schön. Ja. Und das war's schon, was ich die Woche so gehäkelt und gestrickt habe. Ich habe auch noch was gefärbt, es ist aber noch nicht trocken. Auf meiner BFL mit den 365 Meter auf 100 Gramm. Ich habe jetzt bloß gerade den Strang, habe ich den jetzt hier? Ich weiß gar nicht, wo der Strang ist. Wo ich das Grün euch schon gezeigt habe, wo ich mir auch Socken draus stricken möchte. Da habe ich halt noch auf der Base habe ich noch ein bisschen was gefärbt. Und das werde ich nachher dann gleich wickeln und machen, bevor ich kochen muss. Weil meine beiden wollen ja mal was zum Mittagessen haben. Und am Wochenende koche ich dann halt komplett, beziehungsweise muss unter der Woche jetzt auch immer kochen, weil mein Kind ja noch nicht komplett in die Schule geht. Dort, wenn sie in die Schule geht, kriegt sie ja Essen. Aber in der Zeit, wo sie zu Hause lernen muss, ist dann halt, da muss ich halt kochen. Also im Moment ist es bei uns so, dass also diese Woche war sie Montag, Mittwoch, Freitag in der Schule und die anderen beiden Tage halt Homeschooling. Und die nächste Woche, die jetzt kommt, da geht sie nur Dienstag und Donnerstag und die anderen 3 Tage sind dann Homeschooling. Und das wechselt sich immer so von Woche zu Woche. Und ja, in der anderen Zeit ist die andere Gruppe halt dran. Also meine Tochter ist jetzt 5. Klasse. Die sind 28 Schüler gerade und dann sind es halt immer 14, 14. Und die wechseln sich dann halt ab. Ja. Ja, ich gehe ganz normal arbeiten. Wie die ganze Zeit auch schon. Ich darf von zu Hause nicht arbeiten, beziehungsweise kann von zu Hause nicht arbeiten. Und ja, ab morgen geht es ja wieder los. Morgen ist Montag. Was ich das letzte Mal auch nicht dazu gesagt habe, was ich übrigens trage. Ich trage heute wieder meinen Wanderling von Isabel Krämer. Den habe ich schon eigentlich schon sehr oft angehabt. Das ist aus der Finkhof-Wolle Merino Dünn. Habe ich letztes Jahr, habe ich bestimmt letztes Jahr gestrickt. Das ist noch viele 2 Jahre alt, das Pulloverchen. Und ich trage den super, super gern. Der kratzt mich auch nicht. Also ich habe auch das Gefühl, das ist extrem warm in dem Pullover. Ich könnte mich eigentlich wieder ausziehen, so warm ist das Teil. Und ja, zu Hause trage ich den halt eigentlich am liebsten, weil ich ja zu Hause eigentlich meine gestrickten Sachen immer anziehe. Auf Arbeit ist das immer so ein bisschen ein Problem. Da trage ich lieber die Jacken, weil ich mich ja dann doch öfter mal ausziehen muss, weil mir einfach zu warm ist. Und ja, ich weiß gar nicht, das letzte Mal habe ich es dich ja zugesagt, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, was ich das letzte Mal anhatte. Ich versuche ja immer mal was anderes anzuhaben, damit ihr immer wieder das andere seht. Aber so viel kann ich euch nicht mehr zeigen, weil ich habe gerade aktuell nichts Neues und ihr seht ja, ich komme ja nicht mal mit meinem Pullover vorwärts. Ja, wir werden uns sicherlich nächsten Sonntag wiedersehen. Ja, bis dahin eine schöne Woche. Für die, die krank sind, werdet schnell wieder gesund und für die, die es gut geht, macht das Beste draus und haltet durch. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Namaste. Tschüss.